Hallöchen und willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir starten einfach weiter, da wo wir auch aufgehört haben. Und ich will, dass die Maus weggeht. Ah, jetzt haben wir sie. Vögel, Vögel, Hühnchen, lecker, Schwein. Komm her, tot. Hey. So, das will ich gleich mal, das will ich reinschieben. Da kommen wir nämlich zu, ich glaube, südliche Ebene von Hyrule. Ja, da wollen wir auch hin. Aber das wird später interessant. Ja, es wird alles später mal interessant. Das ist halt Zelda. So, tot, tot, du Junge, tot, du Junge. Mann! Geht doch, Bastard. Wieso sterben die nicht? Jetzt. Ich muss ganz dringend meinen Hals schon, ey. Das ist ganz ekelhaft gerade. Ey, da ist ein Haus. In das Haus will ich rein. Oh, langsam reißen wir. Ey, gleich besiege ich ja auch keine Gegner mehr. Ach, da komme ich noch nicht hin. Da komme ich hin, oder? Ja. Oh, da ist ein kleines Häuschen. Ein Pilzhaus. Guck mal, ein Schlumpf. Was hat der zu sagen? Ich habe neben meinem Haut eine Bohne gefunden, aber sie wächst nicht. Ach da. Hm. Da oben dieses kleine graue Ding, was man sieht. Das ist die Bohne, von der er erzählt hat. Oh. Was war denn das eben? Täusche ich mich. Ich hoffe mal, ich täusche mich ja. Na, ich glaube, ich habe Hallis. Ich werd's verrückt. Ne, da warst du doch schon mal noch. Hm, egal. Geheime Welt von der Panther. Achtung, Pegasus-Spiel will nicht vergessen. Haben wir nicht. Finden wir wahrscheinlich auch. So. So, wir sind da in der Geheimwelt von Tabanta. Das ist natürlich die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Dahinter finden wir das Element. Seh dich rum. Loslegen. Vorwärts. Weiter geht's. So. Ja, wir versinken einfach mal. Hm. Puh. Du wusst, kann man den Moment nicht durchführen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ja. Man hat es ja gerade gelesen, wir brauchen Pegasus-Stiefel. Hm. Ich gehe jetzt mal in die Stadt zurück. Vielleicht hat da, vielleicht verkauft einer sowas. Müssten wir diese selten. La 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 la. Oh, da haben wir auch nochmal was zum Bomben legen. Bombe. Und wir legen eine Bombe und gehen in die Höhle rein. So. Im späteren Verlauf werde ich aber auch keine Fehler mehr erholen. Warum, werde ich euch dann dementsprechend auch erklären. Wenn ich es bis dahin nicht mal vergesse. Hm. Oh, ja, genau. Könnt ihr schon daran erinnern, dass wir diese Stelle hier abgesaugt haben? Ey, jetzt reicht mit meiner scheiß Maus hier gerade. Geht mir so auf die Piss gerade hier. Ey, Drecksding. Ja, wir haben diese Stelle abgesaugt. Jetzt hatte ich hier ein Typ niedergelassen, der was verkauft. Hallo, es ist eine Freude. Ich habe verschiedene Sorten Tyrup. Du kannst die in der Flasche mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Ja, das stimmt sogar. Bringen ihm echt Glück. Aber ich will erstmal hier rein, weil dieses Ding sieht aus wie ein gigantischer Schuh. Was macht der denn? Der ist eingepinnt. Der ist eingepinnt! Einfach so. Ist ja toll! Versuchen wir mit dem zu reden. Egal. Wir haben aber so eine Plattform, die haben wir uns verwandeln können. In ein Minish! So. Wer hätte gedacht, dass selbst Werkzeugportale sein können? Die Minish sehen klein aus, aber sie haben viel Fantasie. Das stimmt. So, guckt mal, wo wir sind.
Hier sind wir nicht. Der Typ pennt weiter. Ist der nicht drollig? Hallo! Bist du vielleicht Link? Der Mensch, für den etwa das Schwert übergearbeitet hat. Du bestreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Toll, siehst du aus. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen. Aber ich muss Schlumm bei der Arbeit hätten. Du brauchst Pegasus-Stiefel? Das trifft sich gut. Wir haben gerade ein paar Fälle gemacht. Also Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuhen noch den letzten Schliff geben. Wenn Schlafmütze Schlumm erst einmal abgeschlafen ist, macht er nicht mehr auf. Willst du ihn aufwecken, solltest du mal zum Laden in der Hexe Syrup gehen. Ihr Laden ist auf der Karte markiert. Im Toloria-Wald. Das wird wahrscheinlich auch unser nächstes Ziel schon sein. Der Toloria-Wald mal wieder. Da möchte ich auch ganz gerne mal was testen, wenn das denn funktioniert. Ich bin bis heute immer noch nicht sicher, ob es funktioniert oder nicht. Egal. Wir gehen jetzt erstmal hin. Ich will einfach mal rollen, rollen, rollen. Hier gibt es doch bestimmt noch einen Laden, weil ich habe nämlich gerade keine Dings. Ich musste leider gerade diese Aufnahme beenden. Ganz kurz. Also wir haben das Ganze jetzt übersprungen. Wir sind immer noch da, wo wir aufgehört haben. Und ja, suchen gerade den Laden. Ja, wie gesagt, Entschuldigung, dass ich den alles unterbrechen musste. Meine Mutter kam gerade rein und ich sollte mir bei ihr helfen. Mit ihr helfen. Na, da komme ich nicht rein. Bla. Das ist ja echt mal kein bekloppter. Echt mal kein normaler Laden? Ja, da müssen wir abgucken, von einem anderen Weg nehmen. Zauber. Nee, das ist auch so weit. Ich hätte schneiden sollen, das Ganze bis dahin loben mit Bomben. Meine Gott, ey, das ist schon mal nervig. Gut, dass ich das schon aufgespringt habe damals. Hey, ich bin intelligent. Nicht. Aber da kommen wir hoch. Aber ich glaube, da geht's auch erst später lang. Oh. Nee, das ist... Hä? Was ist denn? Ah, schaut mal an. Ich weiß aber gar nicht, was man jetzt hier kriegt. Wir kommen am Brunnen der Armen. Du brauch... Ich brauch Rubine. Wie viele Rubine? Diesen Brunnen, okay. Echt? Du weißt schon, dass du dann... Das ist egal, du sagst, ja, ja, wir werfen jetzt alle rein. Und dann kriegen wir auch eine größere Kurse. Mit der kommen wir dann bis zu 300 tragen. Müsste, ja. So 300 Rubine können wir dann tragen. Geh mal. Wenn ich probiere, wenn ich meine eigene Kontrolle langsam habe. So, bitte raus hier. Da muss ich irgendwas jemand machen. Noch. Egal. Sind wir bei der London-Form. So, jetzt kann... So, ah nee, scheiße. Ah, egal. So, hier haben wir Marlon. Oder Taron. Ich nenne ihn Mario. So, der hat seinen Schlüssel. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. So, diesen Schlüssel fürs Haus holen wir mal raus. Ob ich nur so eine Minute Zeit habe, das ist egal. So, hier werden wir wieder größer. Machen wir das kaputt. Dann bist du, glaube ich, noch hier oben so schön. Schlüssel zu einem anderen von mir halten. Ich will halt noch mal ein bisschen was testen. Mal ganz kurz was gucken. So. Und zwar gebe ich diesen Typ den Schlüssel noch nicht, weil ich noch was gucken will, aber dafür muss ich mich mal ganz schnell beeilen, weil ich weiß nicht, ob ich das noch in dieser Session hier schaffe. Nee, schaffe ich nicht mehr. Egal, ich beende jetzt diesen Part und dann werde ich euch zeigen, ob man diesen Schlüssel vielleicht doch noch andersweitig verwenden kann. Bis dahin, viel Spaß und ciao!